In Hamburg-Hamm haben am Donnerstagabend mehrere Personen versucht, in eine Haspa-Filiale einzubrechen. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter versucht, sich über die Tiefgarage im Gebäude Zutritt zu verschaffen. Als ihnen wenig später eine Angestellte der Sparkasse entgegenkam, ergriffen sie die Flucht. Das Gebäude wurde anschließend von der Polizei durchsucht und eine Fahndung eingeleitet. Die Täter konnten jedoch nicht gefasst werden. Genauere Angaben zu den Personen sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.